Bad Ischl im Juni 1914. Auf den Promenaden tummeln sich die Urlaubsgäste. Im Mikrokosmos spiegelt sich die goldene Epoche der Monarchie. Adel und Bürgertum genießen Aufschwung und Wohlstand, die Früchte des Industriezeitalters. Ergebnis von fast 50 Jahren Frieden. Nirgendwo sonst ist man dem 84-jährigen Friedenskaiser so nahe. Jahr für Jahr urlaubt Franz Josef in der Ischler Kaiservilla. Seine 66 Regierungsjahre stehen für die Unveränderlichkeit der Welt, einer Welt der Sicherheit und Kontinuität. Sein mit Deutschland und Italien verbündetes Reich ist zwar nach Russland das zweitgrößte Europas, doch mit seinen 12 Nationalitäten gleichzeitig das brüchigste. In den Kronländern und am Balkan hatte sich längst eine neue politische Religion in Bewegung gesetzt, um den Zerfall des Zentrums zu beschleunigen. Der Nationalismus. Am 28. Juni 1914 werden Thronfolger Franz Ferdinand und seine Frau in Sarajevo ermordet. Das Attentat ist Höhepunkt eines Kampfes um Macht und Einfluss am Balkan. Neben Kroaten und Slowenen sind auch die Bosnier Untertanen Franz Josefs. Bosnien wird 1908 von Österreich-Ungarn annektiert. Die Annexion ist auch Warnung an das benachbarte Serbien, den kaiserlichen Herrschaftsanspruch am Balkan nicht in Frage zu stellen. Serbenkönig Peter I. will alle Südslawen in einem großserbischen Reich vereinen. Er verbündet sich mit dem slawischen Bruder Russland. Kaiser Franz Josef hingegen möchte serbisch-russische Expansion verhindern. Er versteht sich am Balkan als Schutzherr katholisch-abendländischer Kultur. Doch der Panslawismus gewinnt zunehmend an Kraft, auch durch das einigende religiöse Band der Orthodoxie. Die Bosnien-Annexion radikalisiert die serbischen Nationalisten. Ihrer Gewaltbereitschaft fällt Thronfolger Franz Ferdinand zum Opfer. Wien vermutet Serbien hinter dem Attentat. Die Kaiservilla in Bad Ischl wird nach dem Mord zum Entscheidungszentrum über Krieg oder Frieden. In diesen Vorräumen zum kaiserlichen Arbeitszimmer warten Minister und Generäle auf Audienz. Mit Serbien soll nun abgerechnet werden. Der Kaiser will den Krieg. Die Ehre der Monarchie steht auf dem Spiel. Die Zustimmung des deutschen Bündnispartners hat man bereits eingeholt. Ein bedingungsloses Ultimatum wird formuliert. Alle serbischen Institutionen sind von Monarchiefeinden zu säubern, nationalistische Vereine aufzulösen, Mittäter sofort zu verhaften. Über die geforderte Beteiligung an der Mordaufklärung möchte Belgrad noch verhandeln. Doch es gibt nichts zu verhandeln. Das Ultimatum eine Farce, denn parallel dazu wird die Kriegserklärung formuliert. Außenminister Berchtold, ebenfalls Kriegsbefürworter, berichtet von einem serbischen Angriff. Der jedoch ist frei erfunden. Das festigt Franz Josef in seiner Absicht, Krieg zu führen und die Kriegserklärung zu unterzeichnen. Dieser Wunsch nach Krieg ist eben so weit gegangen, dass man gesagt hat, egal zu welcher Hilfskonstruktion man Zuflucht nehmen muss, es soll und muss diesen Krieg geben. Es ist also ein ganz gezieltes Hinarbeiten auf einen Krieg gegen Serbien. Nun wird mobilisiert, zu den Waffen gerufen. Der Kaiser glaubt an den kleinen Krieg, an eine schnelle Strafaktion, begrenzt auf Serbien.
Doch das ist Selbstbetrug, denn Europas Außenpolitik baut auf Paktsystemen. Nach der Kriegserklärung setzt sich die Bündnismechanik in Bewegung. Auf der einen Seite die Mittelmächte, Österreich-Ungarn und das Deutsche Kaiserreich mitsamt seinen Kolonien in Afrika, Togo, Kamerun, Deutsch-Ost- und Südwestafrika. Im November 1914 kommt das Osmanische Reich dazu, dann Bulgarien. Italien bleibt vorerst neutral. Auch Serbien mobilisiert. Serbien ist mit Russland verbündet, Russland mit Frankreich und England, England mit Belgien. Später kommt Rumänien dazu. Mit England und Frankreich treten auch deren Kolonien in Afrika in den Krieg ein, darunter Ägypten, Sudan, Südafrika und Französisch-Westafrika. Ebenso Britisch-Indien und die Kronkolonien Australien und Kanada. Diese Länder bilden die Entente. Weltweit ziehen in den kommenden Jahren mehr als 60 Millionen Soldaten ins Feld. Die fröhliche Apokalypse. Die Kriegserklärung wird vorerst zum patriotischen Bindemittel und damit zur Atempause für bereits brüchige autoritäre Systeme. Nicht nur für die Monarchie, auch für das Deutsche Kaiserreich und das zaristische Russland. Für Gott, Kaiser Franz Josef und Vaterland werden 1914 über 2 Millionen Untertanen einberufen. Insgesamt sollten es 8,5 Millionen werden. Die K&K-Truppen sind nach fast 50 Friedensjahren nur wenig kriegstauglich. Nach Italien der am schlechtesten ausgerüstete Militärverband Europas. Das kleine, taktisch kluge serbische Heer kann 3 Offensiven abwehren. Die Serben kämpfen, bis ihnen die Munition ausgeht. Die Serben, die keine Munition mehr haben, bekommen eine französische Munitionslieferung, die sie wieder in die Lage versetzen, ihre Artillerie entsprechend feuern zu lassen. Und das und neuerliches serbisches Anrennen führt dazu, dass die K&K-Armee noch einmal zurückgeworfen werden, und zwar auf die Reichsgrenze. Die Situation im Dezember 1914 ist im Grunde genommen die gleiche wie im August 1914, nur mit einem Unterschied. Auf österreich-ungarischer Seite sind 300.000 Menschen gefallen, verwundet oder kriegsgefangen bzw. vermisst. Auf serbischer Seite sind es etwa ähnlich viel gewesen. Russische Truppen am Weg zur Ostgrenze der Monarchie nach Galizien. Das Kriegskonzept der Mittelmächte sollte vorerst scheitern. Man glaubt, die Zarenarmee werde langsam mobilisieren. Diese Zeit wollte das deutsche Heer zum Blitzsieg über Frankreich nutzen, um dann die K&K-Truppen beim geplanten Vormarsch nach Russland zu unterstützen. Doch die Russen mobilisieren schneller als gedacht. Ihr Kriegsziel, die Zerschlagung der Monarchie. Der Übermacht ist die Kaiserarmee nicht gewachsen. Die Zarentruppen dringen in Galizien ein und erobern im Herbst 1914 Lemberg. Das Venedig des Ostens, das Franz Josef so großzügig ausbauen ließ. Westukraine, früher Teil Galiziens.
eine Landschaft als Schlachtfeld und Massengrab. Fast 500.000 Soldaten der Kaiserarmee fanden hier in den Kämpfen gegen die russischen Truppen den Tod. Von tödlichen Waffen die goldene Ebene, sterbende Krieger, das vergossene Blut. Alle Straßen münden in schwarzer Verwesung. Momente erlebten Schreckens, verfasst von Georg Takel. Grodek, sein letztes Gedicht, beschreibt die gleichnamige Schlacht zwischen Österreichern und Russen am 7. September 1914. 1200 Mann sind auf diesen Feldern für Zar und Kaiser gefallen. Etwa 70 Kilometer von Grodek entfernt stehen die Reste der größten K&K-Festungsanlage im Osten. Przemysl, im heutigen Polen gelegen. Ende September 1914, zwei Wochen nach der Schlacht von Grodek, waren die Russen hier. Nach erfolglosen Angriffen wird Przemysl 6 Monate lang belagert und ausgehungert. Im März 1915 kapitulieren die Kaisertruppen. Andere Teile der Zarenarmee waren inzwischen bis Krakau vorgedrungen. Der Fall von Przemysl bedeutet Kriegsgefangenschaft für 110.000 K&K-Soldaten. So lernt man Mentalität und ärmliche Lebensart der Russen kennen. Die Gefühle pendeln zwischen Mitleid und kultureller Überlegenheit. Teile der lebenden Kriegsbeute werden durch Moskau geführt. Die Arbeitskraft eingezogener Russen ist zu ersetzen. Sie müssen wieder aufbauen, was ihre Kameraden beim Rückzug verwüsteten. Um den weiteren russischen Vormarsch zu stoppen, wurden Brücken und tausende Kilometer Schienen zerstört. Beim Rückzug gilt die Rache der Besiegten den Zivilisten, den angeblichen Verrätern und Spionen, die mit den russischen Feinden konspiriert haben sollen, sie mit Nahrung versorgten. Auch im Serbienkrieg wird eifrig gehängt. Im unmittelbaren Frontgebiet selber hat sich die Gewalt sehr viel direkter gezeigt. Es hat eine Hinrichtungswelle gegeben, vor allem in Serbien und in Galizien. Die Schätzungen bis heute gehen von etwa 60.000 Hinrichtungen aus. Ein Großteil dieser Hinrichtungen sind ohne feldgerichtliche Verfahren erfolgt. Das heißt, der Kommandant hat beschlossen, an den Galgen dem ist Folge geleistet worden. Das sind Ereignisse, die bis heute unaufgearbeitet sind und die ein anderes Bild auch zeigen, als das der glorreichen K&K-Monarchie, das ganz gerne kultiviert wird. Das heißt, die Kommandanten sind hier an der Ost- und Südostfront mit unglaublicher Härte ans Werk gegangen. Das ist die andere Armee. Die Armee der Kriegsflüchtlinge und Vertriebenen. Ob Sieg oder Niederlage, in allen Frontgebieten werden vermeintliche zivile Feinde von den Militärbehörden auch massenweise vertrieben. Die von K&K-Militärs als politisch unverlässlich eingestuften werden zu Heimatlosen. Das sind Zehntausende, Hunderttausende von Menschen, die unter Zwang innerhalb weniger Stunden abwandern mussten, mit Zügen zurücktransportiert worden in Barackenlager, die in aller Eile errichtet worden sind. Hunderte von solchen Lagern hat man errichtet in Böhmen, in Mähren, in der Gegend um Wien, in der Steiermark, in Kärnten. In diesen Lagern wurden die Menschen zusammengepfercht unter unmenschlichen Bedingungen. Die Sterblichkeitsrate war extrem hoch. Diese Personen haben Monate, oft Jahre lang diese Lager nicht mehr verlassen dürfen. Sie waren aber auch ein Arbeitskräftereservoir. Das heißt, man hat diese Menschen auch eingesetzt, um in der Kriegswirtschaft Männer, die an der Front waren, zu ersetzen. Kriegsrecht als Mittel der Nationalitätenpolitik.
Durch Umsiedelung sollten vor allem im Osten multinationale Konfliktzonen zu ethnisch homogenen Gebieten werden. Im Deutschen Reich war vom Wall deutscher Menschen zu hören, die an der Ostgrenze gegen die slawische Flut angesiedelt werden müssen. Von Zuchtstätten für künftige germanische Ostkrieger. Der Begriff der ethnischen Säuberung taucht in dieser Form im Ersten Weltkrieg zwar noch nicht auf, aber wenn wir uns die Praxis anschauen, dann muss man sagen, dass das tatsächlich den Charakter einer ethnischen Säuberung hat, dass hier unter Zwang ganze Landstriche unter Anführungszeichen bereinigt worden sind, dass es Umsiedlungen gegeben hat, die den Schatten sehr weit in die Geschichte vorauswerfen und schon anklingen lassen, Praktiken, die uns dann im Zweiten Weltkrieg in sehr viel verschärfterer Form, in sehr viel systematischerer Form begegnen. Bündnispartner Deutschland hatte Russland und Frankreich den Krieg erklärt. Ebenso wie in Österreich-Ungarn üben sich vor allem Bürgertum, Aristokratie und Intellektuelle in nationalistischer Vollberauschung. Kaiser Wilhelm II. Meint, er kenne keine Parteien mehr, sondern nur mehr Deutsche. Man führe einen von Russen und Serben aufgezwungenen Verteidigungskrieg, trommelt die Propaganda. Für das Deutsche Reich bietet sich nun die Chance, eigene Annexionspläne umzusetzen. Es möchte auf Kosten von Frankreich, Russland und Belgien expandieren. Die eilig in Marsch gesetzte belgische Armee kann den deutschen Überfall nicht verhindern. Die Einnahme des neutralen Belgien bringt zwar die Kriegserklärung Englands, hält aber den deutschen Vormarsch nicht auf. 44 Kilometer trennen die Spitzen der deutschen Armee von Paris. Erst vereinter französischer und britischer Widerstand lässt die Offensive stocken. Eine 700 Kilometer lange Schützengrabenfront entsteht. Erfolgreich sind die Deutschen bei der Rückeroberung Ostpreußens, das ebenfalls von der Zarenarmee besetzt wurde. Fast 260.000 Russen werden gefangen genommen. Damit ist auch der befürchtete russische Marsch über die Karpaten nach Ungarn und Wien abgewendet. Deutsche Erfolge und österreichische Niederlagen prägen das Jahr 1914. Im Mai 1915 der nächste Rückschlag. Das bisher neutrale und verbündete Italien erklärt Österreich-Ungarn den Krieg. Um ihn zu verhindern, wollte Franz Josef Teile des Trentino an Italien abgeben. Doch die Entente verspricht die Rückgabe aller italienischen Gebiete der Monarchie. Trentino, Südtirol, Triest. Die Kampfansage der Italiener beseitigt aufkommende Kriegsmüdigkeit. Besonders bei den Slawen, die gegen slawische Feinde wie Russen oder Serben weniger Kampfbereitschaft zeigen. Es ist anders als gegen Serbien oder gegen Russland. Es gibt gegenüber Italien auch kein Zögern der Polen, der Tschechen, besonders nicht der Südslawen, der Kroaten, der Slowener. Italien ist ein emotionaler Feind und Italien ist eben kein slawischer Feind. Was die Italiener insofern auch zu spüren bekommen und was sie mit Schrecken erfüllt, denn sie machen einigen gerade slawischen Regimentern zum Vorwurf, dass sie nicht nur einfach kämpfen, bis der andere die Waffen streckt, sondern dass sie nur auf Töten aus sind. Vorerst herrscht Freude in Italien. Man hat die Monarchie in einen Dreifrontenkrieg gezwungen. Er bedingt permanente Einberufungen. Der Ungar Franz Künstler wird zwar erst 1917 eingezogen, doch die erlebte Musterungsmethode gibt es seit Kriegsbeginn. Das war ein Schwindel. Vor mir ein großer Kerl, untauglich. Ich klein, aber tauglich. Da sind die reichen Leute gegangen zum Notar. Jede Stadt oder Dorf
durchaus ein Notar gehabt. Das war vom Staat eingesetzter Beamter, der hat kontrolliert. Zu diesem Notar sind die reichen Leute gegangen, und der hat die Offiziere, die Ärzte schmiert und mit der an die Reise kommen, untauglich. Ein reicher Bauer ist ein Sohn, so stark wie du jetzt bist. Und ich sehr klein, aber fest war. Der untauglich, tauglich. Der Marsch der Italiener nach Triest kommt bereits vorher zum Stehen. Am Isonzo. Die Kaiserarmee entwickelt Kampfgeist. Sie gewinnt Schlachten, nicht aber den Krieg. In den Kämpfen rund um Isonzo und Piave sollten etwa 250.000 Österreicher und Italiener sterben. Franz Künstler war bei der Artillerie. Wenn die Italiener angegriffen haben, haben sie Pfeil verlangt von uns. Da haben wir hineingepfeffert, dass sie fest geflogen sind. Wie oft haben wir müssen mit nassen Decken die Röhren kühlen, damit die nicht zerplatzen. Teile der österreichisch-italienischen Front verlaufen im hochalpinen Bereich, auf Höhen bis zu 3.900 Meter. Nicht nur schwere Geschütze, sondern alles zum Überleben Notwendige muss mühsam ins Gebirge geschleppt werden. Wer die Berge erobert, dem gehören auch die Täler. Gemäß dieser Strategie liefern sich italienische und österreichische Gebirgsjäger einen Wettlauf um die Besetzung der Gipfel in den Dolomiten, in den Karnischen und in den Julischen Alpen. Das Gebirge wird zur Festung. Man baut Seilbahnen und Klettersteige, gräbt lange Stollen in dickes Eis. Ein Stellungskrieg um Bergspitzen, um wenige Meter Boden. Er war damals Feind, der Italiener Delfino Boroni. Im Alter von 110 Jahren erzählte er dem Gestalter dieses Films über sein erstes Gefecht mit den Kaiserjägern im Frühjahr 1917 in den Hängen des Monte Maio. È stato due morti. E lì abbiamo incontrato. Wir haben zwei Tote. Von links ist plötzlich ein Spähtrupp aufgetaucht und hat sofort zu schießen begonnen. Wir haben uns auf den Boden geworfen und zurückgefeuert. Auch die drei Maschinengewehrschützen. Der Kommandant hat gerufen, Achtung, wenn ich pfeife. Feuer, Deckung, Feuer, in Deckung, runter vom Berg. Das war ein Theater. Die anderen sind ebenfalls in Deckung gegangen. Einige haben sich ergeben und ein Großteil ist dann geflohen. Boroni ist auch als Späher unterwegs, um die Feindbewegungen auszukundschaften. Eines Tages stößt er auf zwei tote kaiserliche Gebirgsjäger. Sie wollten fliehen und sind dort erschossen worden. Sie lagen nebeneinander. Ich habe sie als Schutzschilder verwendet. Am Rückweg, der gefährlich war, bin ich zwischen die beiden Toten gekrochen, habe mich an ihnen festgehalten und bin zwischen ihnen langsam den Hang hinuntergerollt. Erst im Oktober 1915 gelingt die Eroberung Serbiens, aber nur mit deutscher und bulgarischer Truppenhilfe.
Mit dem Kriegseintritt Bulgariens im Oktober 1915 ist der Landweg zum verbündeten Osmanischen Reich frei, zur heutigen Türkei. Die Entente wiederum ködert Rumänien gegen Bulgarien und die Monarchie. Es gehört zur Kriegstaktik, strategisch wichtige Länder mit Versprechen auf Gebietserweiterung als Verbündete zu gewinnen. Gemäß der Strategie des Mehrfrontenkrieges greifen die Osmanen aus Ostanatolien das benachbarte Russland an. Mit wenig Erfolg. Da sie Palästina und Syrien beherrschen, attackieren sie auch britische und französische Kolonien im arabischen Raum. Es gibt abenteuerliche Unternehmungen, die darauf abzielen, die Ölvorkommen im Irak in Brand zu setzen und auf die Weise eben die Briten bzw. dann an anderer Stelle auch die Franzosen zu schädigen. Unter dem Vorwand, mit den Russen zu sympathisieren, beginnt im April 1915 die Vertreibung und Ermordung von etwa 1,5 Millionen Armeniern. Es ist nicht darum gegangen, einen Gegner zu bekämpfen, sondern es ist nichts anderes als das Ausschalten einer Volksgruppe unter dem Deckmantel des Kriegs. Dass man darüber in der Türkei heute noch nicht sprechen soll oder darf, gehört wohl zu jenen Punkten, wo ich meine, da ist noch vieles verbesserungs- und aufarbeitungswürdig. Einzug der K&K-Truppen in Przemysl, später auch in Lemberg. Nur mit Hilfe von 600.000 deutschen Soldaten gelingt 1915 das Sommerwunder an der Ostfront, die Rückeroberung Galiziens. Ohne deutsche Truppenhilfe, ohne deutsche Finanzhilfe hätte Österreich das Kriegsjahr 1915 nicht überstanden. Massenbestattung für die Opfer der Rückeroberung. Für Russen, Deutsche und K&K-Soldaten. Spätestens 1916 kämpft der Habsburg-Staat nicht mehr um Gebietsgewinne, sondern nur mehr um sein Überleben. Immer mehr Tschechen oder Polen laufen an der Ostfront zu den Russen über. Auf längere Dauer ist es immer schwieriger geworden, den slawischen Völkern des Reichs die Sinnhaftigkeit dieses Kriegs vor Augen zu führen und sie, ohne dass man ihnen auch nur irgendwelche nennenswerten Zugeständnisse gemacht hätte, für die Sache Österreich-Ungarns weiter zu begeistern. Immer brutaler versucht man an der Westfront aus dem Stellungskrieg auszubrechen. Die im Februar 1916 gestartete deutsche Offensive gegen die französische Festung Verdun beginnt mit 9 Stunden Dauerfeuer von 1200 Geschützen. Briten und Franzosen schießen zurück. Offensive gegen Offensive, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Geländegewinne von einigen Kilometern um den Preis von 500.000 Toten und Verwundeten. Allein um Verdun. Eine Menschenmühle, vor allem für die Infanterie. Die Infanterie hat furchtbar Verluste gehabt. Verluste, furchtbar. Ja. Denken Sie, drüben ein Graben, hier ein Graben, ein Mittelleere. Da haben sie Handgranaten geschmissen gegenseitig. Ja. Oder sind aus dem Graben ausgebrochen und dort überrascht die anderen und erstochen. Nicht geschossen, erstochen. Ja, Bajonett auf. Die Westfront vergleichen viele Soldaten mit dem täglichen Weltuntergang. 20.000 Gefallene pro Tag sind keine Seltenheit. Von dort schreibt ein deutscher Student: Mit welchem Überschwang bin ich in diesen Krieg gezogen? Jetzt bin ich hier. Die Hölle könnte nicht schlimmer sein. Auch an der Gebirgsfront wird Bewegung immer seltener.
Der zweite Feind heißt Natur. Eisige Kälte, Schneestürme und Lawinen. Lawinen kosten tausenden Soldaten auf beiden Seiten das Leben. Viele erfrieren auch in ihren Stellungen. Delfino Boroni überlebt Kälte und Eis. Bei einem Gefecht mit Kaiserjägern hat er Glück. Die Kugel hat meine Ferse gestreift. Ich habe versucht, den Fuß zu heben, bin aber gleich hingefallen. Sicherheitshalber habe ich mich totgestellt. Als es dunkel wurde, bin ich vorsichtig zum nächsten Hügel gekrochen. Meine Truppe war natürlich schon weg. Mit dem verletzten Fuß und dem Gewehr am Körper bin ich dann zu unserer Stellung hinaufgeklettert. Da die Feindstellungen im Nahkampf nur höchst verlustreich zu erobern sind, werden Stollen in den Berg gegraben, um die Gegner von unten wegzusprengen. Ich war nur 2 Monate beim Stollenbau dabei. Die Feinde haben von ihrer Seite her gegraben. Mitte April 1916 sprengen die Italiener die Kaiserjägerstellung am Col di Lana. Der militärische Erfolg einer derartigen Gipfelsprengung ist allerdings messbar. Schrecklich, aber messbar. Bei der Col di Lana-Sprengung sind es 100 Soldaten, die das Leben verlieren. Der Erste Weltkrieg ist der erste technisch industrialisierte Krieg. Sein Rückgrat heißt Eisenbahn. Sie sorgt für die Mobilität von Millionen Heeren und schwerer Artillerie. Mehr noch als Feldherren und Soldaten entscheiden nun erstmals moderne Vernichtungswaffen über Sieg oder Niederlage. Standen sich Armeen früher in Sichtweite gegenüber, kommt der Tod nun aus Kilometer entfernten Geschützen. 750 Kilo schwere Geschosse fliegen etwa 35 Kilometer weit. Der Erste Weltkrieg ist der erste Luftkrieg. Über der Westfront stürzen manchmal bis zu 90 Piloten pro Tag in den Tod. Die zu Kriegsbeginn als fliegende Spione und Luftaufklärer eingesetzten Maschinen werden zu Kampfbombern hochgerüstet. Tausende Zivilisten fallen den Angriffen zum Opfer. Vor allem England wird von den Deutschen häufig bombardiert. Diese Bilder sind Vorspiel für künftigen, noch größeren Schrecken. Der Krieg ist Impuls für rasante, aber tödliche technische Innovation. Das Wettrüsten macht U-Boote und ihre Torpedos erstmals zur tödlichen Gefahr für Kriegs- und Handelsschiffe. Der Seekrieg ist auch ein Wirtschaftskrieg. 1914 machen sich britische und französische Marine auf den Weg, um die Zufahrten zu Nordsee- und Adriahäfen zu sperren. Das schneidet die Mittelmächte von Rohstoff- und von Nahrungsmittelnachschub ab. Für die Entente ist die Versorgung durch Amerika und die Kolonien garantiert. Weder U-Boot-Krieg noch Seeschlachten können die Aushungerungsblockade brechen. Giftgas, der Schrecken an allen Fronten. Es wird zu den feindlichen Linien geblasen oder mit Granaten hinübergeschossen. Giftgas macht blind, bringt qualvolles Ersticken, nicht aber die erhoffte Entscheidung über Sieg oder Niederlage. Franz Künstler erlebt einen Gasangriff der Briten. Seine Einheit wird zur Verstärkung der deutschen Truppen an die Westfront versetzt.
Die Gasalarme, es waren keine Gasmasken. Es waren schon da einige Tote und Blinde. Ungefähr 20 blinde Kameraden blind geworden. Und wir waren ganz hinten, wir haben etwas bekommen. Und das hat sich hier oder in der Nase. Ja. Das ist Krieg. Das ist Krieg. Kaiser Franz Josef wird im Sommer 1916 vorgelogen, die Italiener würden am Isonzo Giftgas einsetzen. Der Kaiser hat es geglaubt und gibt dann seine Zustimmung zum Einsatz von Giftgas, das die Österreicher dann gegen die Italiener abblasen. Es sind keine Gasgranaten, es ist ein sogenannter Blasangriff, der die Italiener unvorbereitet trifft. Aber ab dem Augenblick ist auch an den österreich-ungarischen Fronten Giftgas alltäglich geworden. Auch die Italiener setzen es ein, Österreich-Ungarn setzt es an der russischen Front ein. Dieser Krieg wird zum Generalangriff auf die Leidensfähigkeit, auf die geistige und körperliche Verfassung von Menschen. Die Schrecken des modernen Krieges erzeugen ein Heer von psychisch Kranken. Verrückt geworden vor Angst. Beim Wort Bombe kriecht dieser Soldat unters Bett. Gehirnverletzungen zerstören Nervenverbindungen und Körpermotorik. Die kaiserlich-königlichen Invaliden bringen das wahre Gesicht des Krieges in die Heimat. Dort herrschen Hunger und Elend. Die Lebensmittel sind rationiert. Nun heißen die Ideale nicht mehr Blitzsieg und Heldentum, sondern Durchhalten, Erdulden und Opferbereitschaft. Auf einen langen Krieg war niemand vorbereitet. Die Rüstungsindustrie hat Vorrang vor der Konsumgüterproduktion. Alles für den Sieg. Da die Rohstoffe auch wegen der Seeblockade knapp werden, soll die Bevölkerung Metallgegenstände abgeben. Die Kupferleitungen der Straßenbahnen werden durch Eisendrähte ersetzt. Straßen werden mühsam aufgegraben, die Kupferrohre herausgeholt und durch Eisenrohre getauscht. Für Gott, Kaiser und Vaterland, da kann auch die Kirche nicht zurückstehen. Das Gesammelte landet in den Waffenfabriken. Dort werden die eingezogenen Männer durch kriegsgefangene Serben, Italiener und Russen ersetzt, aber auch durch viele Frauen. Sie leisten Außerordentliches. Neben der täglichen Überlebensarbeit in der Mangelwirtschaft sorgen sie für stetig erhöhte Produktion. In manchen Betrieben steigert die Belegschaft die Munitionserzeugung bis zum Zehnfachen. Wir sollten bei dem, was hier geschaffen worden ist, allerdings auch die menschliche Dimension insofern berücksichtigen, als wir wissen, dass beim größten Rüstungsproduzenten Österreich-Ungarns, bei der Firma Škoda, mit Hauptstandort Pilsen, bis zu 110 Stunden in der Woche gearbeitet worden ist. Und das hält der Mensch 16 Stunden am Tag, am Sonntag noch 14 dazu, nur eine gewisse Zeit aus. Es ist also die Erschöpfung, die dann im weiteren Verlauf des Kriegs eingetreten ist, etwas, was nicht nur die Soldaten spüren, sondern ebenso die Arbeiter. Und die Unwilligkeit, das weiter leisten zu müssen, zu sollen, und kein Ziel mehr vor Augen zu haben, ist dann zweifellos etwas, was zum inneren Zerfall der Habsburger Monarchie wie nichts anderes beiträgt. Auch der Kaiser sieht den Zerfall kommen. Er selbst hat ihn 1914 eingeleitet. Wenn die Monarchie schon zugrunde geht, meint er, dann soll sie wenigstens anständig zugrunde gehen.
das heißt am Feld der Ehre. In den Kriegsjahren wird der alte Kaiser immer mehr zur entrückten, von der Außenwelt isolierten Majestät, zur Ansichtskartenexistenz. Truppen und Front besucht er nicht. Der Vernichtungskrieg macht seinen militärischen Ehrenkodex zum Anachronismus. Sein Pflichtbegriff verbietet die Abdankung. Konkrete Friedensschritte setzt er nicht. Im Gegensatz zu Kaiser Wilhelm mischt er sich nicht ins strategische Geschäft. Das überlässt er seinem Generalstabschef Franz Konrad von Hötzendorf, zentraler Kriegstreiber gegen Serbien. Doch Konrad und der deutsche Chefstratege Falkenhayn hegen tiefe Abneigung gegeneinander. Man bespricht sich nur selten. Die deutsche Truppenhilfe ist Konrad peinlich. So agieren die beiden Armeen meist völlig unkoordiniert. Für Konrad hat der Sieg über Italien Priorität, für Falkenhayn der an der Westfront. Im Juni 1916 gelingt den Russen unter General Brusilow die erfolgreichste Offensive seit Kriegsbeginn. Sie stoßen über Galizien bis zu den Karpaten vor. Wieder sind die Kaisertruppen machtlos. Um den Vormarsch abzuwehren, muss das deutsche Heer Angriffe in Verdun abbrechen. Nun besteht das Deutsche Reich auf eine koordinierende, gemeinsame oberste Kriegsleitung. Bei Meinungsdifferenzen gilt die Entscheidung des deutschen Kaisers. Das hat Kaiser Franz Josef akzeptiert. Und damit hat er sich zweifellos eines Teils seiner Souveränität begeben. Und das vererbt er aber auch an seinen Nachfolger, an den Kaiser Karl, der die gemeinsame oberste Kriegsleitung nicht mehr los wird, obwohl er sehr darum gerungen hat. Und wenn wir uns fragen, was ist die entscheidendste Frage in einem Krieg generell und in diesem Krieg besonders, dann war es die Frage Waffenstillstand, Krieg oder Frieden. Und Österreich konnte fast nicht mehr raus, nur um den Preis eines totalen Bruchs mit Deutschland und möglicherweise auch einer Besetzung durch deutsche Truppen oder was immer jetzt dann als Fiktion noch ans Ende gestellt werden kann. Mit dem Tod des 86-jährigen Kaisers am 21. November 1916 wird auch eine Epoche zu Grabe getragen. Das hinterlassene Reich gleicht einem lebenden Leichnam. Österreich-Ungarn hat in diesen drei Kriegsjahren vielleicht wirklich bewiesen, dass es ein Anachronismus war, zumindest für das 20. Jahrhundert. Man war jung, die Welt war aus Blumen besät, also keine Gedanken gemacht. Aber dann der Krieg, das ist angefangen. Und dann bin ich nicht mehr losgeworden. Zu Weihnachten 1914 wäre man wieder zu Hause, hieß es. Aber noch 1916 druckt man Weihnachtskarten für die Fronthelden. Eine halbe Million ist bis dahin tot. Was ist Heldentum? Es gibt keine Helden.